jedes dieser Bücher erkennen. Aber wer ist jetzt der bessere Mickey Mini Pluto Erkenner? Pascal oder Robert? Wenn selbst Schule wieder Spaß macht, hat mit Sicherheit Mickey Maus die Finger im Spiel. Robert Ringler aus Hamburg weiß einfach alles über seine Helden. Hat der jahrelange exzessive Comic-Konsum schließlich doch noch einen Sinn? Auch wenn die Zeit zum Schlafen anbricht, heißt das für meinen Kandidaten Pascal Wieczorek noch lange nicht, dass er nur untätig daliegt. Der Junge aus Hamburg verreist in seinen Träumen regelmäßig nach Entenhausen. Und seine Ortskenntnis in dieser Stadt verhilft ihm sicher zum Sieg. Robert, wann wirst du 8? Am 24. Januar. Und wann? Am 24. Januar wirst du 8 Jahre alt. Aber kriegen wir auch, wenn wir gewinnen, Bargeld? Also, pass auf. Du bist ein Witzbold. Jetzt wollen wir erstmal zum Spiel gehen. Wollen wir überhaupt mal sehen, ob ihr das könnt. Ihr habt gesagt, ihr könnt es, aber jetzt müsst ihr es auch beweisen. Ja, also jetzt wollen wir mal sehen. Also, pass auf. Robert und Pascal. Insgesamt kriegt ihr jetzt 10 Prüfungsfragen. 10? 10. Wieso 10? Warum nicht 11? Du kannst auch 11. Nein, bei 10 ist Schluss. Aber 10 reicht. Konzentriert euch, jetzt seht ihr die Bilder. Und zwar zeigen wir die Titel der Bücher, aber ohne die Bezeichnung, welches Buch das ist und ohne den Titel, also nur die Titelseite. Und ihr müsst uns genau sagen, wie das Buch heißt. Und wenn ihr recht habt, kriegt ihr euren Punkt. Also, wer kommt denn als erster von meinen Besuchern? Mickey Maus. So. Robert, du fängst an, du bist der Ältere. Ich? Ja. Gott. 182, die Suche nach dem Feuer. Das ist der Band 182, die Suche nach dem Feuer. Das ist richtig, Robert. Aha. Und jetzt ist der Pascal dran, mit Plutos Titel hier. Nummer 170, eine Braut zu viel. Klasse, alles richtig. Der dritte Versuch. Also ich. Du bist wieder dran. Nummer 60, Donald ohne Furcht und Tadel. Na, stimmt das wohl? Dreh mal um. Das ist Nummer 60, Donald ohne Furcht und Tadel. Und das vierte, da bist du dran. Nummer 145, das Talermonster. Sag das nochmal ganz langsam. Nummer 145, das Talermonster. Richtig, 145, das Talermonster. Fertig los. Achtung, fertig los. 5-6. Richtig für Robert. Pascal, was hält dir die Minimaus dahin? Nummer 171, der Schmutzgeier ist wieder da. Mann, wenn das so weitergeht, gibt es unentschieden. Richtig. Nummer 20. Onkel Dagobert sieht rot. Das war doch das Licht gleich. Richtig. Ja. Bravo. Der achte Versuch. Bisher seid ihr klasse, Jungs. Nummer 3, Onkel Dagoberts Millionen. Jawohl, Pascal, stimmt. Vorletzter Versuch. Für dich, Robert? 1, 5, 2, der Unglücksbringer. Richtig, ist für dich ein Glücksbringer. Und der letzte, Pascal, ich drück dir ganz fest die Daumen. Nummer 1, 2, 4, Wettlauf ins Ungewisse. Richtig, unentschieden. Dann kommt mal beide mit. Kommt mal beide mit. Letzter Versuch. Wie viel Buchstaben hat Dagobert? Darf ich sagen, bitte? Ich weiß. Sacht. Acht. Neun. Acht. Neun. Es sind 7. Dagobert. Nee, 8. Stimmt. Es stimmt. Es sind 8. Du hast gewonnen, Pascal. Herzlichen Glückwunsch.
bekommst du die Medaille. Oh. Du darfst den Pokal jetzt vor dich hinstellen, aus einem ganz einfachen Grund. Es steht ja Weihnachten vor der Tür. Der Nikolaus kommt heute Nacht. Wir haben für euch noch eine kleine Überraschung. Guck mal, was wir für dich hier gebracht haben. Pass mal auf, was für dich hier kommt. Komm, bring's mal rein. Ja, komm, bring mal her. Guck mal, Pascal, für dich ein super Auto. Danke. Hinein mit dir. Setz dich da rein. Und der Robert hat sich ein Spiel gewünscht, und zwar ein Spiel, das die Erwachsenen spielen, Monopoly. Und da gibt es eine Kinderausgabe und eine Ausgabe für die Erwachsenen. Er hat gesagt, ich möchte unbedingt die Erwachsenenausgabe. Hier hast du sie. Und damit du nicht nur geistige Sprünge machen kannst, kannst du hier auch Sprünge in Zukunft auf deinem eigenen Trampolin machen. Du warst klasse! So. Und jetzt, während du hier dein Auto erstmal untersuchst, treffe ich mich mit deiner Mama beim Aber-Hallo-Spiel. So, es geht jetzt, meine Damen, meine Herren, um 10.000 Mark. Und damit Sie mir das glauben, will ich Ihnen die auch einmal zeigen. 10.000 Mark. Hier, darum geht es also. Beim Aber-Hallo-Spiel. Wer